Valerian, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein Film von 2020. Ab 16 Jahren, du kannst ihn gucken auf Amazon Prime, YouTube, Google Play und Apple TV. Tom und Gemma wollen ein Haus kaufen, deswegen gehen sie zu einem Makler namens Martin, der ihnen eine neue Siedlung zeigt. Die Siedlung wirkt sehr komisch, da alle Häuser gleich aussehen und alles gleich aufgebaut ist. Als sie das Haus betreten, war Martin auf einmal verschwunden. Sie versuchten aus der Siedlung zu fliehen, doch das konnten sie nicht, denn sie waren in einer Endlosschleife gefangen und kamen immer wieder an dem Haus Nummer 9 an. Nach einer Zeit finden sie ein Baby und Tom und Gemma müssen auf das Baby aufpassen und es großziehen, damit sie entkommen können. Doch dieses Baby wächst schneller als gedacht. Ist das überhaupt ein Baby? Und was hat es damit auf sich? Und kommen sie wirklich lebendig wieder raus? Der Film kriegt von mir tatsächlich eine 10 von 10. Viele Leute hassen den Film. Er hat so eine schlechte Bewertung auf Google. Aber ich fand den Film mega. Schreibt bitte eure Meinung in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren, daher, dass wir den Film nicht mögen.